Während die sogenannten etablierten Parteien mit mehr oder minder sympathischen Gesichtern einen gewohnten inhaltslosen Wahlkampf führen, statt mit Inhalten zu glänzen, geht die NPD drei Wochen vor der Wahl am 20. März in die letzte große Offensive. Schon jetzt dominiert die NPD mit ihren Plakaten das Straßenbild in Sachsen-Anhalt. Inhalte und Argumente, statt Worthülsen und Gesichter, sind hierbei der Mannschaft um den Spitzenkandidaten Matthias Haider wichtig. Haider dazu: Schwerpunkt unseres Wahlkampfes und auch für die Zeit danach ist der Zustand dieses Landes. Sachsen-Anhalt ist miserabel aufgestellt, das ganze Land verrottet. Es ist so, dass in allen wichtigen ökonomischen und wirtschaftlichen Bereichen Sachsen-Anhalt die rote Laterne hat. Es gibt kaum ein Bundesland, was noch schlechter aufgestellt ist als Sachsen-Anhalt. Wir haben die geringste Lohnhöhe, 21% unter dem Lohnniveau der anderen Bundesländer. Wir haben die meiste Abwanderung und mit unserer Politik, auch später im Landtag, wollen wir es halt schaffen, dass die jungen, gut ausgebildeten Fachkräfte in Sachsen-Anhalt bleiben. Wir wollen hier Wirtschaft ansiedeln und wir wollen hier eine Zukunft für die deutschen Familien schaffen. Dass bei so vielen Argumenten manchen etablierten Kandidaten der Mund vor Erstaunen offen stehen bleibt, ist in Anbetracht der Umfragewerte von mindestens 5%, bei Jugendlichen sogar über 20% für die NPD verständlich. Da wundert es nicht, dass so manchen Linksextremisten als willigen Helfern nur noch Gewalt und Zerstörung als letztes Argument einfällt. Nicht nur, dass nach dem Motto »Narrenhände beschmieren Tisch und Wände« Plakate beschmiert und zerstört werden, es kommt auch immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen auf Wahlkampfhelfer und Einrichtungen. Dazu unser Kandidat Michael Schäfer. Wir haben in den letzten Wochen einige Erfahrungen gemacht. Wir erleben einen sehr, sehr öden Wahlkampf der etablierten Parteien. Die großen Parteien haben keine Themen, die die Menschen berühren. Sie haben keine Themen, die das Land bewegen. Wir probieren, die Themen aufzugreifen, die die Menschen wirklich bewegen. Wir probieren, unser Ohr am Volk zu haben. Und weil unser Einzug in den Landtag immer wahrscheinlicher wird, erleben wir auch Gewalt gegen uns und unsere Bewegung. Wir haben schon darüber berichtet, dass am Heiligabend ein Brandanschlag auf unser Zentrum verübt wurde. Und gerade aktuell haben wir den 5. Anschlag auf unsere Landesgeschäftsstelle erleben müssen. Unsere Wahlkampfhelfer, es ging auch durch die Medien, werden angegriffen. All das sind Zeichen, dass sich die etablierten Parteien gemeinsam mit den linksextremistischen und gewaltbereiten Kräften hier bei uns im Land davor fürchten, dass eine starke NPD-Fraktion in den Landtag von Magdeburg einziehen wird. Trotz dieser Aktionen arbeiten hunderte Wahlhelfer aus allen Bundesländern bis zur letzten Minute, um die Umfragewerte noch zu verbessern und einen klaren Erfolg zu erzielen. Neben 2 Millionen Wahlkampfzeitungen, tausenden Plakaten und Flugblättern geht die NPD auch andere Wege, um die Bevölkerung umfassend zu informieren. In der nächsten Woche werden über 10.000 mittelständische Unternehmen in Sachsen-Anhalt Post von uns erhalten, indem wir direkt nach den Sorgen und den Nöten der kleinen Betriebe, der Handwerksunternehmen fragen werden. Gerade weil am 1. Mai dieses Jahres die Arbeitnehmerfreizügigkeit durchgesetzt durch die Bürokraten der Europäischen Union in Kraft tritt, wissen wir, dass viele mittelständische Unternehmen, viele Handwerksunternehmen große Probleme haben. Um diese Probleme wollen und können wir uns kümmern. Deswegen soll jeder wissen, dass die kleinen Unternehmen einen Partner auch im zukünftigen Landtag von Sachsen-Anhalt haben werden. Und dieser Partner sind wir, die NPD. Außerdem haben alle Schülervertretungen in der nächsten Woche von uns einen Brief im Postkasten, in dem wir anbieten, dass wir zur Diskussion in die Schule kommen, dass wir unsere Ideen für Bildungs- und Schulpolitik direkt in der Schule vorstellen. Und außerdem bieten wir an, dass wir unseren bekannten und neu aufgelegten Comic Enten gegen Hühner und unsere neue Schulhof-CD gegen den Strom direkt vor Ort an den Schulen verteilen werden. Laut Matthias Haider werden die Bürger in Sachsen-Anhalt in den letzten drei Wochen des Wahlkampfes noch einiges von der NPD zu erwarten haben. Ich denke, die Medien werden in den nächsten drei Wochen noch viel über uns zu berichten haben. Wir haben noch einiges in petto. Der sportliche Ehrgeiz verbietet es, alles schon jetzt auszuplaudern. Ich denke, da werden noch viele Überraschungen kommen und jeder sollte mal den Wahlkampf der NPD in Sachsen-Anhalt aufmerksam verfolgen. Wir haben da schon noch einiges vor. Wir sind gespannt. Damit der 20. März zum Zahltag für die Etablierten wird, wählen Sie die einzige Alternative. Wählen Sie die NPD. Ihr Michael Frick, Wahlstudio Halberstadt.